Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute in diesem Video will ich darüber reden, ob es für dich Sinn macht, Frauen aus dem Club oder vielleicht von der Straße direkt mit nach Hause zu nehmen, beziehungsweise wie du vorgehen solltest allgemein in deinen Flirtvorhaben. Das Video ist Teil einer zweiteiligen Videoserie. Am Samstag kommt der zweite Teil und der zweite Teil ist ein Live Infield-Video, wo ich eine Frau in kurzer Zeit mit nach Hause nehme. Dort zeige ich dir, wie das funktioniert, aber in diesem Video möchte ich dir erklären, ob das überhaupt sinnvoll für dich ist, was für eine Art Typ du bist, klären wir. Und ich erkläre dir, wie du am besten vorgehst, je nachdem, was du bei Frauen suchst. Bevor wir in das Video durchstarten, schau dir mal den ersten Link in der Beschreibung an. Da geht es zu meinem zweiten Buch auf Amazon, ebenfalls ein Bestseller, Der Zeus-Mann. Im Zeus-Mann bekommst du alles mit von mir, was du wissen musst zum Thema Frauen verführen, Frauen erobern, Frauen behalten. Ja, ich gehe mit dir den ganzen Dating-Prozess durch, vom Ansprechen übers Kennenlernen bis zur Beziehung und dann auch noch darüber hinaus. Das heißt, wenn du eine Komplettanleitung willst für all diese Dinge, Der Zeus-Mann, erster Link in der Beschreibung. So, in diesem Video soll es also mehr so um den theoretischen Inhalt gehen und wie gesagt, am Samstag kommt dann das Live-Flirt-Video, wo ich eine Frau in, ich glaube, knapp 40 Minuten mit nach Hause nehme, was auch deutlich schneller hätte gehen können, hätte ich es schneller gemacht. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Diese Sachen sind möglich und das ist vielleicht das allererste, was wir mal klären sollten. Ja, du kannst Frauen im Alltag mit nach Hause nehmen, das habe ich schon öfter gemacht. Ja, du kannst Frauen aus dem Club mit nach Hause nehmen, das habe ich tatsächlich noch nicht so oft gemacht, weil ich das sehr anstrengend finde. Ich finde es einfacher, die Frau dann am nächsten Tag zu daten, aber das ist mehr meine Vorgehensweise. Und genau das ist auch der Punkt. Du musst halt überlegen, was ist deine Vorgehensweise und was willst du überhaupt von Frauen? Ich finde es cool, wenn man sich mit diesem Flirt-Thema beschäftigt und man ist mal ein bisschen unterwegs und nimmt sich vor, mal, keine Ahnung, zu gucken, ob man auch mal eine Frau am Tag mit nach Hause nehmen kann. Ja, einfach nur, um es mal gemacht zu haben oder nachts aus dem Club. Ich finde das gut, wenn man sagt, okay, ich probiere das mal bei einer Frau, die mir gefällt, damit ich es mal gemacht habe, damit ich mal so ein bisschen was ausprobiert habe, was mich auch an meine Grenzen bringt und vielleicht auch mal gesehen habe, was alles so möglich ist. Denn wenn du jetzt in der normalen Gesellschaft aufwächst und viel über die Dating-Welt erfährst, dann sind Dinge, die du erfährst, nicht, dass du Frauen im Alltag mit nach Hause nehmen kannst zu dir und dann theoretisch direkt mit denen da schlafen kannst. So, das erzählt dir halt niemand. Das ist aber absolut möglich. Ja, und Frauen lassen sich auch darauf ein. Natürlich nicht alle Frauen. Und da gehören noch immer gewisse Dinge zu, die du jetzt Samstag im Video sehen wirst. Aber das ist halt absolut möglich. Und schon alleine, um erstmal diese Möglichkeit zu erkennen, um erstmal zu erkennen, was alles möglich ist, solltest du das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also kann ich nur empfehlen. Auch im Club, ja, probier mal an deine Grenzen zu gehen, probier mal nicht zu sagen, okay, jetzt breche ich hier bei der Nummer ab und treffe sie an einem anderen Tag, sondern ich probiere mal, sie mit nach Hause zu nehmen. Einfach als Herausforderung an dich. Ja, immer eine große Sache, die ich auch in der Zeus-Methode, meinem ersten Buch und Bestseller, immer wieder sage, dass du dich regelmäßig Herausforderungen stellen sollst, um einfach deinen männlichen Kern weiter zu stärken. Und das ist ganz wichtig. Darüber hinaus, ja, wenn du jetzt weißt, okay, wenn ich unbedingt will, kann ich eine Frau mit nach Hause nehmen, ich weiß, wie das theoretisch funktioniert, so ich müsste nur die Arbeit da rein investieren, müsste es einfach nur machen, dann kannst du dich ein bisschen mehr darauf einstellen, was eigentlich dein Ziel ist. Und meiner Erfahrung nach ist das Ziel von 80% der Männer und vor allem von vielen Männern, die auch zu mir kommen, ist das Ziel, ja, ich möchte ein bisschen Spaß haben, Frauen kennenlernen, auch ein bisschen mit Frauen schlafen und dann am Ende des Tages in einer Beziehung landen. Und wenn du dieses Ziel verfolgst, dann kannst du das Ganze auch ein bisschen relaxter angehen. Wie gesagt, das ist eine Taktiksache. Du kannst, du musst nicht. Da kommen auch immer Fragen zu, wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit möchtest du investieren? Und ich möchte da mit einem Mysterium mal aufräumen. Nur weil du jetzt zum Beispiel keine Frau aus dem Club mit nach Hause nimmst, sondern die Frau vielleicht an einem anderen Tag triffst, oder weil du es andersrum machst, bist du jetzt nicht schlechter oder besser im Flirten. Ja, es ist einfach nur eine Taktikfrage. Ich zum Beispiel treffe Frauen einfach oft auf der Straße, quatsche ein bisschen mit ihnen, so 5 bis 10 Minuten und treffe sie dann einfach an einem anderen Tag wieder. Ja, das hat auch seine Nachteile. Ja, das hat auch den Nachteil, dass viele Frauen dann, die ich teilweise auch nicht wieder sehe, weil der erste Eindruck ist natürlich auch nicht besonders lang. Ich sehe dann die Frauen wieder, die besonders viel Interesse haben. Und dann habe ich auch besonders gute Dates. Aber vielleicht ein bisschen weniger Dates. Ja, vielleicht bist du jemand, der mit Frauen immer vor Ort sofort Dates macht. Ich zum Beispiel mache das nicht immer, eigentlich eher selten, weil wenn ich unterwegs bin und dann bin ich halt irgendwo unterwegs und dann kann ich jetzt nicht noch ein Sofort-Date machen, so für 30 Minuten, weil die Zeit habe ich einfach nicht. Na, ich plane immer oder ich komme immer ein bisschen zu früh, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, aber ich habe nicht genug Zeit, um dann noch so ein 30 Minuten
Soforttät einzuschieben. Deswegen ist es auch immer eine Taktikfrage. Und wie gesagt, wenn du Frauen kennenlernen willst, wenn du ein bisschen Erfahrung machen willst und dann am Ende des Tages auch eine Partnerin suchst, dann kannst du das Ganze auch ruhig entspannter angehen. Ja, dann musst du die Frauen nicht auf Zwang aus dem Club mit nach Hause nehmen, dann musst du die Frauen nicht auf Zwang von der Straße mit nach Hause nehmen, dann musst du auch nicht unbedingt auf dem ersten Date mit den Frauen schlafen. Dann kannst du es entspannter angehen. Aber guck halt, dass du es theoretisch kannst. Also wenn du nicht mit der Frau auf dem ersten Date schläfst, weil du einfach dich nicht traust, überhaupt einen Schritt zu machen, dann ist es natürlich ein Problem, weil du dich nicht traust, einen Schritt zu machen. Ja, aber es ist nicht notwendig, mit der Frau dann unbedingt auf dem ersten Date zu schlafen. Kannst du machen, musst du aber nicht unbedingt. Das ist halt auch die Frage, was für Frauen oder was du den Frauen kommunizierst, wenn du halt Leute aus dem Club mit nach Hause nimmst oder von der Straße direkt mit nach Hause nimmst. Nehmen wir mal an, du suchst eher eine Beziehung und fängst dann an, Frauen immer die ganze Zeit von der Straße direkt mit nach Hause zu nehmen. Ja, nach einer halben Stunde oder so. Kannst du ja machen. Aber die Frau fragt sich dann halt auch, okay, macht er das immer, macht er das jeden Tag so? Und es wirkt halt nicht auf die Frau so, als würdest du jemand sein, der eine Beziehung sucht. Ja? Und dann sortierst du damit vielleicht gewisse Frauen aus und findest andere Frauen, die aber vielleicht gar nicht so auf Beziehung aus sind. Weil Frauen, die sich auf solche Dinge einlassen, wie direkt mit nach Hause gehen am Tag, das sind doch oft, und nicht immer, aber sind doch oft Frauen, die gerade auch in der Phase sind, wo sie sagen, hey, ich will ein bisschen rumexperimentieren. Deswegen, wenn du jetzt der Mega-Beziehungsmensch bist, dann probier es mal aus, um es mal gemacht zu haben, um dich mal herauszufordern. Aber wenn du dann merkst, okay, ich weiß generell, wie es geht, ich verstehe den generellen Ablauf davon, ja, dann kannst du auch ganz normal vorgehen, dann musst du dir da keinen zusätzlichen Stress machen. Ja, ab und an mal sich an seine Grenzen zu bringen, ist natürlich cool. Ich kenne das, wenn ich jetzt mit meinen Jungs oder so im Urlaub bin, keine Ahnung, da macht man halt Blödsinn und guckt mal, was so passieren kann. Klar, solche Momente gibt es immer und das macht ja auch die ganze Sache sehr spannend. Wenn du jetzt jemand bist, der sehr viel Sex haben will, und das gibt es ja auch und das ist auch vollkommen legitim, dann ist das vielleicht eine sehr, sehr gute Variante für dich, um relativ viel Sex zu haben. Also, dass du die Frauen wirklich am Tag oder direkt aus dem Club mit nach Hause nimmst. Du kannst da unter Umständen, also wenn du ganz krass bist, kannst du halt an einem Tag mit mehreren verschiedenen Frauen schlafen, die du kurz vorher auf der Straße kennengelernt hast, wenn du wirklich ziemlich hardcore bist und auch Zeit investierst in die Sache. Also es sind unglaubliche Sachen möglich und du würdest nicht glauben, was möglich ist, wenn man es richtig angeht. Und wie man es richtig angeht, zeige ich dir im Video am Samstag, da siehst du das dann live. Also es ist viel möglich und wenn du viel Sex und schnellen Sex willst, dann bist du, denke ich, mit dieser Methode sehr gut beraten. Dann ist die Methode, die ich fahre, vielleicht schlechter auf jeden Fall als diese Sofortmethode. Also ich treffe die Frauen und dann treffe ich sie am anderen Tag wieder. Der Nachteil an meiner Methode ist, dass ich dadurch Frauen aussortiere, die mittelmäßiges Interesse haben. So. Und mit mittelmäßigem Interesse Frauen könntest du theoretisch nach Hause gehen. Aber die sortiere ich halt aus. Und bei mir bleiben meistens die über, die wirklich großes Interesse haben. Das passt für mich. Das ist für mich die perfekte Vorgehensweise. Kann für dich aber anders sein. Das heißt, wenn du viel Sex haben willst, dann solltest du auf jeden Fall diese Fähigkeit so ein bisschen etablieren. Frauen vielleicht auch im Alltag direkt mitzunehmen, ja, mit der auf ein Instant-Date zu gehen für 30 Minuten und dann mit zu dir nach Hause zu nehmen. Und wie das funktioniert, wie gesagt, zeige ich dir dann im kommenden Video am Samstag. Und hier wollten wir einfach mal klären, für wen das überhaupt Sinn macht, weil das ist immer so eine große Sache in der Flirt- und Dating-Community, so, oh wow, Frauen am gleichen Tag mit nach Hause nehmen oder Frauen auf der Straße küssen oder Frauen im Club küssen. Und ein Freund von mir, der auch Dating-Trainer ist, hat da mal was Interessantes zu gesagt, nämlich die besten Dating-Trainer küssen die Frau meist gar nicht im Club. Die machen gar nicht mit der Frau im Club rum. Ja, einfach nur, weil, klar, so zum Zeigen ist das halt cool. Also wenn du halt zeigen kannst, schau mal, ich bin Dating-Trainer und mach mit der Frau im Club rum, dann ist das halt cool und die Leute denken, du bist ein cooler Typ. Ja, oder wenn du die Frau mit nach Hause nimmst am Tag, bist du halt ein cooler Typ. So. Aber rein taktisch gesehen ist das manchmal gar nicht so schlau, weil manchmal ist es viel interessanter, wenn du die Frau einfach mit nach, also wenn du mit der Frau im Club rummachst, ja, und mit der Frau schon sehr sexuell im Club bist und sie damit zu dir nach Hause nimmst, dann kann es halt sein, dass sie irgendwelche Bedenken kriegt, weil sie weiß ja genau, was dann passiert. Sie weiß es ja absolut, weil ihr habt ja schon rumgemacht, ja. Ihr wart schon sexuell, ihr wart schon intim und der Widerstand ist unter Umständen viel größer. Das heißt, taktisch gesehen ist es viel klüger, wenn du die Frau einfach so mit dir zu dir nach Hause nimmst, nachdem ihr im Club miteinander getanzt habt und natürlich ein bisschen körperlich euch nah wart, aber vielleicht noch nicht rumgemacht habt. Ja, dass du einfach die Frau so mit nach Hause nimmst und dann ist das viel entspannter für sie. Weil dann weiß sie nicht genau, wird es passieren, wird es nicht passieren. Und dann kann sie sich selbst eine bessere Ausrede gestalten, wenn das eine Frau ist, die das braucht, sich Ausreden zu gestalten. Das gibt's ja.
Genau, deswegen ist es manchmal gar nicht taktisch klug, zum Beispiel mit der Frau so schnell wie möglich im Club rumzumachen. Und du musst auch nicht Sachen machen, nur weil die cool aussehen, sondern mach Dinge, weil sie Sinn ergeben. Überleg halt einfach, wie komme ich am besten zum nächsten Schritt? Was macht am meisten Sinn jetzt als Folgeschritt? Das war's erstmal für dieses Video. Wie gesagt, wir kommen zu dem Live-Flirt-Video dann am Samstag, wo ich dir zeige, wie das Ganze wirklich in der Praxis funktioniert. Ja, da siehst du einen Live-Flirt von mir und ich beschreibe dir, wie du eine Frau am Tag mit nach Hause nehmen kannst. Samstag unbedingt wieder einschalten. Schön, dass du da warst. Wenn du dem Fall folgst, kannst du den Channel abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Unter mir kannst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter, ein gratis PDF-Dokument runterladen. Und unten rechts in der Ecke habe ich ein Video für dich empfohlen, das dir weiterhelfen wird und dich interessieren wird. Schön, dass du dabei warst. Schalt am Samstag wieder ein. Bis dahin, ciao.